wenn ihr das jetzt seht, nachher werdet ihr feststellen, dass wir das euch schon gewusst haben, diese geplante, inszenierte Aufmarsch gegen Martin Rutter und gegen alle, die die Wahrheit verkünden wollen, die aufdecken wollen, dass diese Regierung korrupt ist und einen Plan verfolgt, der beweisbar ist, und den werden wir jetzt auch beweisen und euch darlegen, damit jeder erkennen kann, wer die eigentlichen bösen Drahtzieher sind, wer die böse Macht hinter diesen Drahtziehern ist und wer eigentlich die Guten sind, die ihr jetzt mittels Befehl bedrängen wollt. Bitte schaut euch das genau an und überlegt, was ihr tut. Das ist ein Post von Martin Rutter am 8.11.2020. Da ein Kommentar. Bitte lest euch das ganz genau durch. Das ist sehr wichtig. Bitte durchlesen. Könnt ihr das Video anhalten. Am Ende werdet ihr dann erkennen, um was es geht. Es geht da auch um ein Video von Herrn Haider. Der hat ja auch von diesem korrupten Bankensystem gewusst, dem elektronischen Bankensystem, Geldsystem, das jetzt über diese eingesetzte Regierung umgesetzt werden wird. Dafür musste Haider und auch Strache wegkommen. Strache kommt dann später, darum musste Haider sterben, das wissen wir. Und jetzt kommt der Oberhammer. Das Ganze ist schon am 7.11. um 10.10 Uhr habe ich Martin Rutter angerufen und auf Audioaufe dokumentiert, dass gegen ihn was geplant ist. Das war am 7.11.2020 um 10.10 Uhr. Hallo Martin, heute habe ich eine Warnung gekriegt für dich. Muss ich nur sagen, damit es dokumentiert ist. Ja, diese Dokumentation, dieser Inhalt dieser Warnung, hat Martin Rutter mir dann um 16 Uhr angerufen. Ich habe ihn von Graz aus dieses Audio geschickt, wusste nichts. Um 16 Uhr hat er mich angerufen und hat gesagt, die kleine Zeitung hat ihn angerufen und ihm kundgetan, dass gegen ihn ein von der Staatsanwalt geplanter, Angriff kommen wird. Das alles haben wir aber schon gewusst. Vorhinein, am 17.03.2019. Das ist das Buch, in dem das alles aufgeschrieben wurde. Die Wege oder irgendeine Einsatztruppe wird sich da bemerkbar machen. Bitte überlegt, was ihr tut. Schaut ganz genau, wer die wahren Drahtzieher sind, wer die Wahrheit sagt und wer euch da missbraucht, Sachen zu tun, die nicht in der Wahrheit sind. Wenn ihr das aufmerksam durchgelesen habt, werdet ihr wissen, was es geht. Dann kommen wir jetzt zu einem ganz brisanten Thema. Ich spiele das jetzt ganz kurz vor. Am 15.11.2017 rekonstruieren und 15.11.2017. So sagen, wie es war. Und zwar, hallo, grüß Gott. Das ist eine nachgestellte Audioaufnahme aus dem Jahre 2017. Wo Strache ausdrücklich gewarnt werden wollte, bei einem Regierungsbeamten in Klagenfurt, das aber nicht geklappt hat. Diese Warnung ist nicht angekommen und diese Audio ist nachvollziehbar, sie ist echt und beinhaltet die Warnung an Strache, ihn politisch und physisch zu ermorden, wie auch Haider, was wir dann in diesem Video festgehalten haben. Der nächste Angriff ist dann auf Martin Rutter geplant gewesen, aber schon am 17.03.2019 ist es uns kundgetan worden, eigentlich schon viel früher. Und bitte überlegt euch, wenn ihr das anschaut, wem ihr in Zukunft dienen wollt,
Es ist alles offenbar. Und schaut euch die Beweislage an und die Leute, die diese Befehle, diese Wahrheitsbewegung mundtot zu machen und diese Menschen auch zu beseitigen, schaut euch diese Handlanger gut an und entscheidet euch, was ihr wirklich tut in Zukunft, denn wenn ihr gegen die Wahrheit Handlungen tut, wird euch das wirklich nicht gut tun.